Moin, liebe Topfamilie und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen hier, ja, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute, eigentlich 12 Uhr, ist der Slot für das Tippspiel. Aber es ist Länderspielpause. Und dann dachte ich mir tatsächlich, es wäre doch mal wieder echt, echt cool, irgendwas machen mit Bewertungen. Und, Dann habe ich so überlegt, was kann ich machen? Und dann kam ich mal wieder hier auf diese wunderschöne Seite Tire Maker. Hier kann man zu verschiedenen Themen Ranglisten erstellen oder Rankings. Und und ich habe am Anfang der Saison, so für mich privat zumindest, eine Prognose gemacht von der Premier League. Tatsächlich nicht von der zweiten Bundesliga oder dritten oder italienische Liga oder französische oder spanische. Englische schaue ich neben der deutschen viel, dadurch, dass die ja auch auf Sky verfügbar ist, zumindest die Spiele, die man gucken kann. Ich glaube, da habe ich letztens aber auch in Minecraft Lost schon drüber gesprochen, dass ich natürlich nicht gerade sehr erfreut bin, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat und dass Sky zwar noch natürlich auch die Premier League zeigt, aber dass sich das zum Beispiel mit der Champions League verändert hat. Und ich sag mal, da bin ich so natürlich als Sky-Kunde nicht gerade so zufrieden. Wie dem auch sei. Also, es geht darum, wir haben hier die Premier League, wir haben ja alle Vereine. Sprich, ich glaube sogar, die sind hier alle alphabetisch sortiert, wenn ich mich nicht irre. So, als wenn man auch FIFA spielen würde. Wir haben hier Arsenal London, wir haben hier Aston Villa, wir haben hier Brentford, wir haben hier Brighton Hove Albion, wir haben hier den FC Burnley, FC Chelsea London, Crystal Palace, FC Everton, Leeds United, Leicester City, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Norwich City, Southampton, Tottenham, Watford, West Ham und die Wolves. Ich habe tatsächlich eigentlich das Dokument ja auch hier auf meinem PC, aber ich habe es jetzt mit Absicht nicht geöffnet und ich hoffe, dass ich die Tabelle noch weitestgehend im Kopf habe. Wenn, dann unterbreche ich kurz die Aufnahme und schaue nach. Also, wie gesagt, es geht darum, choose how you think the 2021-22 Premier League Season will end. Ja, und die Zahlen sind hier nur etwas anders oder sind hier nicht ganz richtig, muss man zugeben, wenn ich hier auf Bearbeiten drücke. Ah, dann haben wir hier Platz 1 bis 3. Hier haben wir 4 bis 6. Oh, warte, 4 bis 6. Wird das übernommen? Ah, 4 bis 6. So, dann haben wir hier 7 bis 9 demzufolge. Wir können es aber auch anders machen. Passt auf. Wir machen mal hier 1 bis 4. Sprich, die Champions League Plätze. Dann machen wir hier die Plätze 5 bis 7. Dadurch, dass das ja so gesehen die Europa League und ja die Europe Conference League ist. So, dann überlegen wir mal. Es gibt, dann machen wir hier 8 bis 10. 8 bis 10. Dann machen wir hier 11 bis, lass mich mal kurz überlegen, 11. 11 bis 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11 bis 17. Kann das mal überteilen? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Haben wir 7. Machen wir mal 11 bis 17. Und dann haben wir hier, warte mal, dann Delete Row und hier Delete. Und dann haben wir jetzt das so aufgeteilt. Das heißt, wir haben die Plätze 1 bis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, weil es ja dann die Hälfte ist, 11 bis 17 und die Absteiger.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Ich denke, so vom Zoom her geht das eigentlich klar, wenn ich das so sehe. Ja, und fangen wir tatsächlich mal mit meinem Platz Nummer 1 an, die ich auf Platz 1 getippt habe. Ich mache das so ein bisschen querbeet, aber ich fange immer natürlich so mit der ersten Zahl an. Und zwar habe ich tatsächlich auf Platz 1 diese Saison den FC Chelsea London gewählt. Nicht umsonst, was heißt umsonst, aber man wurde Champions League-Sieger. Und das, obwohl man nach der Hinrunde dachte, die Saison wird schlecht verlaufen. Vor einem Jahr war noch Frank Lampard Trainer bei Chelsea. Und er hat halt taktische Fehler gemacht, hat nicht gerade so Spieler gut aufgestellt. Und ja, und das sorgte dann halt eben leider ja auch dafür, dass er gefeuert wurde. Dann kam Tuchel und Tuchel hat das System komplett umgestellt. Manchmal spielt er mit einer Dreierkette und dann spielt er gern mit so einem 3-4-3. Spielt aber auch manchmal mit einer Viererkette und dann so dieses klassische 4-3-3. Jedenfalls, und er hat die Champions League wie aus dem Nichts gewonnen, den zweiten Champions League-Titel nach 2012, wo man ja in München verloren hat. Man trauert noch dem Finale der Home oder der Horm hinterher. Jedenfalls, und jetzt hat er eine komplette Saison. Und man hat jetzt zuletzt leider verloren gegen Man City. Aber dennoch habe ich Chelsea auf Platz 1 getippt. Auf Platz 2, ich mache gleich mit Platz 2 weiter, habe ich tatsächlich Liverpool. Sehr große Sympathien, Jürgen Klopp ist da Trainer. Und ja, was soll man noch groß dazu sagen? Ich glaube, Platz 1 bis 4, da habe ich so für mich, ich würde sagen, die aktuell 4 stärksten Vereine. Denn ich komplettiere das jetzt einfach schon mal. Auf Platz 3 habe ich Manchester United getippt und auf Platz 4 Man City. Könnt mir vorstellen, dass das umgekehrt ist. Man U, gerade mit der Rückkehr von Ronaldo, erhofft man sich natürlich, Titel zu holen. Man muss gucken, wie die Saison verläuft, wie es in der Champions League läuft, Pokal, Liga. Dass sie unter den ersten 4 landen, ist auf jeden Fall für mich klar. Aktuell sind das auch die 4 Vereine, die ja auch oben stehen. Aber das ist tatsächlich die Reihenfolge, wie ich sie getippt habe. Auf Platz 5, ich mache tatsächlich, ich glaube mal, jetzt ist so chronologisch, auf Platz 5 habe ich tatsächlich so ein Geheimtipp, sage ich mal. Und ich weiß nicht warum, fragt mich nicht warum. Ich habe aber tatsächlich auf Platz 5 Aston Villa getippt. Ich weiß nicht warum. Man hat, da muss ich jetzt nochmal gucken, weil auch wenn ich so in der Premier League von der Materie drin bin, weiß ich jetzt natürlich nicht alle Spieler auswendig. Und wer da so spielt, aber ich möchte jetzt hier auch nicht was Falsches sagen. Spielt da nicht Trezeguet? Bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Ja, natürlich, Trezeguet spielt da zum Beispiel Aaron Ramsey, das wusste ich selbst nicht mal. Und halt natürlich im Sturm zum Beispiel ein Leon Bailly ist da hingewechselt. Bertrand Traoré, Danny Ings. Wen haben wir sonst noch so Bekannten von den Namen her, die man auch kennt? Morgan Sanson, ehemals Marseille. Und in der Verteidigung finde ich einen der besten Innenverteidiger mit Tyrone Minks. War ja auch schon bei Man U im Gespräch. Jedenfalls, ich habe irgendwie Hoffnung in Aston Villa. Deswegen. Machen wir mal weiter mit Platz Nummer 6. Platz 6, ich weiß jetzt gerade nicht, haben die auch letzte Saison diesen Platz belegt? Bin mir gerade nicht sicher. Auf Platz 6 habe ich aber tatsächlich Tottenham. Tottenham, neuer Trainer, der Trainer von den Wolves. Ich vergesse tatsächlich immer seinen Namen, muss ich zugeben. Nuno Gomes, nein, der heißt nicht Nuno Gomes. Der heißt, ich vergesse tatsächlich immer seinen Namen. Nuno Santo. Okay. Nuno Santo heißt er, genau. Kam jetzt von den Wolves, ist ein neuer Trainer und
Ich muss halt einfach sagen, ich bin großer Fan von ihm als Trainer, auch schon bei den Wolves gewesen. Tottenham muss ich noch so ein bisschen finden. Die ersten Spiele liefen noch gut. Man hat unter anderem gegen Man City am ersten Spieltag 1-0 gewonnen. Und die ersten drei Spieltage hat man allesamt 1-0 gewonnen und man stand auf Platz 1. Oder immer zwischenzeitlich auf Platz 1. Aber dann kam halt Niederlagen. Sei es nun 3-0, sei es nun ein 2-1. Und ja. Mal gucken, wie die Saison noch verläuft. Trotzdem habe ich sie halt auf Platz 6 getippt. Auf Platz Nummer 7. Maybe ein bisschen, ich weiß nicht, maybe ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich kann euch sagen, weder ein Leicester, noch ein Southampton, noch ein Norwich, noch ein Wolves irgendwie stehen bei mir jetzt hier auf Platz 7. Auch kein Arsenal steht bei mir auf Platz 7. Auch kein West Ham steht bei mir auf Platz 7. Denn die haben es knapp für mich verpasst. Die habe ich nämlich auf Platz 8 getippt. Die werden aber tatsächlich meiner Meinung nach einen Kampf um Platz 7 haben mit Brighton Hove Albion. Ich habe tatsächlich Brighton Hove Albion auf Platz 7 getippt, weil ich ein gutes Gefühl habe in dieses Team und dass man einiges reißen wird. Ich weiß nicht warum, es ist halt einfach so ein Feeling. Auch nochmal hier so ganz kurz, wen hat man da nochmal so im Kader, die man auf jeden Fall kennt. Natürlich hat man da zum Beispiel einen Lewis Dunk in der Verteidigung, einen Joel Veltman, ehemals aus der Eredivisie, und natürlich ein Talent, ehemals aus der Barca-Jugend, Marc Cucurella, hat ja auch beim FC Getafe gespielt. Und aktuell stehen sie, glaube ich, auf Platz 6. Von daher, ich liege aktuell nur einen Platz daneben. Mal gucken. Jedenfalls, die haben für mich so einen Zweikampf mit West Ham auf Platz 8. Auf Platz 9 habe ich dann Leeds United und auf Platz 10 habe ich dann Leicester. Ja. Gewisse Vereine habe ich noch nicht benannt, weil ich die tatsächlich auch weiter unten getippt habe. Sei es die Wolves gerade nach dem Abgang des Trainers und auch ein Arsenal. Arsenal habe ich aber direkt hier auf 11 genommen, Everton 12. Also hier haben wir den Rivalen von Liverpool, stehen auch so direkt untereinander. Auf Platz 13, jetzt muss ich überlegen. Oder gucke ich mal eben. Oh, scheiße. Ich habe hier zum Glück schon was geöffnet. Warte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Auf Platz 13 habe ich Southampton getippt. Auf Platz 14 Watford. Auf Platz 15 Crystal Palace. Auf Platz 16 Norwich. Aktuell sind die weiter unten. Und auf Platz 17, da fehlt jetzt noch ein Verein. Die Wolves. Ja, ich glaube, die werden eine schwierige Saison haben. Jedenfalls die letzten drei stehen für mich fest mit Burnley, Brentford und Newcastle. Tatsächlich habe ich auf 18 Newcastle, dann Burnley und dann Brentford gewählt. Naja, wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut, Brentford ist aktuell auf Platz 9. Burnley ist auf Platz 19, tatsächlich passt das. Auf Platz 18 habe ich Newcastle. Die sind auch ein Platz da über 17. Also zwei von denen sind in Ordnung. Brentford weiter oben. Man darf aber nicht vergessen, die Saison. Es sind gerade mal erst jetzt so 5, 6 Spieltage in England vorbei. Deswegen. Ja, jedenfalls, das hier ist meine Prognose, wie ich sie am Anfang der Saison getippt habe für mich. Und schreibt doch mal sehr gerne in die Kommentare, habt ihr für euch auch so eine Prognose in anderen Ligen gemacht? Dann schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare, schreibt eure Tabelle mal rein, wie ihr sie tippt. Vielleicht jetzt auch schon aufgrund der Tabelle, wie sie aktuell ist. Das ist jedenfalls meine Tabelle. Ich hätte das hier vielleicht auch noch aufteilen können. Habe ich jetzt nicht. Einfach nur, damit es sonst schöner ist, kann man machen. Lass mich mal kurz gucken. 11, 12, 13.
Warte mal. 11, 12, 13, add a row below. Und dann hier machen wir, machen wir 11, 12, 13, 14 bis 17. Das machen wir mal in dieser Farbe. Und dann 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, hat man es ein bisschen schöner aufgeteilt. Also, das ist tatsächlich meine Prognose. Schreibt sehr gern eure Prognose in die Kommentare. Wie hat euch das Video gefallen? In ein paar Tagen, Donnerstag, Freitag, kommen zwei Videos eventuell. Ich weiß es noch nicht, wie ich es aufteile, weil ich hier natürlich noch nach einem guten Template gucke. Ansonsten erstelle ich das und muss dann irgendwie gucken, ob ich selbst was hinzufüge. Aber das werde ich sehen. Von daher schaltet gerne in ein paar Tagen wieder rein. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke zu aktivieren. Werdet Teil der Fußballfreunde, der Top-Familie und insgesamt sehr gern der Top-Familie, der Top-Crew. Und mir bleibt bis dann nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Schaut, liebe Fußballfreunde, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.